Mannen, we zijn jetzt gerade vor dem 1000 Meter Lauf. Kurz nach dem Hochsprung. Ja, Hans-Peter, ist gut gelaufen. Ja, das ist so eine Sache. Nein, ich bin zufrieden. Bist du zufrieden? Und bereit für den 1000er? Über 20, ja. Ja, der Livio, der sieht auch frisch motiviert aus. Ja, ich kann mit dem Anlaufen von Mika das mal im Hochsprung. Ich bin jetzt umso motivierter für den 1000er. Zu viel an die Freundin gedacht. Vorher noch schnell das Telefon mit ihr. Aber es hat nichts genützt. Ja, da die zwei Alten da hinten, du. Dann ist es eigentlich gut gegangen. Die nehmen es locker. Was sagen? Wir sind verbissen. Wie eh und je. Ja, es kommt dann aus dem Tausiger, nicht? Es wird ein Abnutzungskampf. Mal schauen, die Jungen und die Alten. Und das war das Interview vor dem 1000 Meter Lauf. Und wir werden noch eins haben nach dem 1000 Meter Lauf. Ja. Was man auf dieser Kamera nicht sieht, ist die hohe Luftfeuchtigkeit und der 30 Grad. Mal, das sehen wir total. Inoffizielle Siegerzeit 2:58.6. Es dunnert, der 1000 Meter ist vorbei. Da haben wir den Sieger vom 1000 Meter im Interview nach dem 1000 Meter. Wir haben Glück gehabt mit dem Wetter. Genau wo wir am Start gekommen sind, hat es ein bisschen an die Sonne geschoben. Gerade bevor es gerade kühler wurde und es hat schon ein bisschen Licht angefangen zu tröpfeln. Das war ein grosser Vorteil. Jawohl, danke vielmals. Das ist der Mann mit dem Superbody. Schaut ihn mal an. Der Hans-Peter ist ein bisschen abgekämpft mit diesen. Den roten Kopf hat er, oder? Und nass vom Regen. Das tut mir ganz wichtig, gerade auch in so einer Situation an die Hype-Bleiber zu denken. Ich will sie grüßen. Ich will ihnen sagen, wir haben hier ganz etwas in Kraft gehabt. Eine dumme Sache. Aber den 1000er möchte ich mich nicht grüßen, weil solange ich meine Zeit nicht weiss, kann ich nicht sagen, ob ich zufrieden bin oder nicht. Danke. Und die zwei Routiniers da, Oldies. Aber immerhin, von der zweiten Gruppe bin ich doch recht dabei. Ich kann nur sagen, was der Livio schon angekündigt hat, dann mit dem Regen. Wir haben also eigentlich wirklich Schwein gehabt, weil ich sehe die Setzung, es ist gefroren, es ist eine Eisfläche, in der Kurve schlüpft man raus. Und so kann man natürlich keine gute Siegerzeiten mehr laufen. Und geschafft. Ja.
Und bereit für die Sektion. Jetzt hätten wir gerne noch ein paar Worte vom Betreuer. Bitte Kamera drehen und schnell eine kleine Stellungnahme. Wie er den gesamten Wettkampftag würde beurteilen. Hast du schon ein Fazit? Ist also super gewesen. Meine Männer haben also gezeigt, was sie können. Manchmal nicht so mit richtig Pfupfen, so die einen. Aber es war also gut gewesen. Sie haben gekämpft. Man hat es 1000 Meter gesehen. Nicht Luft gelassen. Super Sache. Und ich glaube, der Roger, der juckt ein bisschen, der wäre selber am liebsten gestartet. Besonders der 1000 Meter. Kann ich nur am Livio sagen, das nächste Mal, wenn ich komme, überhole ich ihn im 1000 Meter. Was sagt der Livio da dazu? Da drauf bin ich gespannt. Ich würde dem Roger empfehlen, bereits morgen